Ich bin gerade an der Tankstelle vorbeigekommen und habe gesehen, dass der Liter Super so 1,88 gekostet hat. Und dann kamen mir so die alten Zeiten in Erinnerung, als ich noch tanken musste vor 3 Jahren und ich das immer gehasst habe, wenn ich dann über 100 € bezahlen musste. Und dann habe ich gerade noch mal gerechnet und mir ist fast schlecht geworden im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Das können wir noch mal gerne zusammen machen für alle die, die immer noch einen Verbrenner fahren. Ich hatte einen 5er BMW und lassen wir das mal mit dem 5er BMW rechnen, weil die Daten, die kenne ich noch. Können wir mal ganz kurz rechnen? Ich habe mir die Skizze aufgerufen. Lassen wir mal so sagen, ich fahre 25.000 Kilometer im Jahr, in etwa, geteilt durch 100, macht 250. Also 250 mal die 100 Kilometer, da habe ich 9,5 im Schnitt gehabt, Liter. Und das mal 1,88 Euro ist gleich. Gucken wir mal ganz kurz. 250 mal 0, Quatsch. 250 mal 9,5 mal 1,88. Die Antwort lautet 4.465. 4.565 Euro. Wahnsinn. Teile diese Zahl durch 12. Die Antwort lautet ungefähr 372,0833. 372 Euro pro Monat. Benzinkosten beim 5er BMW. 4.565. Meine Herren, machen wir mal einen Strich drunter. Jetzt gehen wir mal am Tesla. Tesla habe ich jetzt 25.000, also wieder 250 mal, nehmen wir mal 20 Kilowattstunden. Das ist so der Schnitt. Weil den Schnitt hier vom Auto kann man nicht nehmen. Ich habe ja immer ein bisschen extra noch nebenher, das wisst ihr ja. Mal, ich zahle zurzeit 3,4, also 34 Cent. Machen wir 34 Cent. Rechnen wir mal. 250 mal 20 mal 0,34. Das wäre 1.700. 1.700 Euro. 4.565 geteilt durch 1.700. Das ist ungefähr 2,6852. Gut, also nicht ganz ein Drittel, also dreimal weniger, aber okay. 1.700 geteilt durch 12. Die Antwort lautet ungefähr 141,6666. So, also das heißt, 372 Euro im Monat hätte ich normalerweise zu 141 Euro im Monat. Das ist schon mal ein Unterschied. Oder 1.700 im Jahr zu 4.500 im Jahr. Ja, überleg dir das mal. 4.565 minus 1.700. Das wäre 2.865. 2.800, da kannst du schon mal noch einigermaßen Urlaub machen, oder? Ja, also das heißt, ich bezahle keine 4.565, ich bezahle natürlich auch keine 1.700. Dank euch, und zwar aufgrund der ganzen Empfehlungslinks, die über mich bestellt haben. Und ich habe ja im Dezember das Auto gekauft, bekam da auch nochmal Freikilometer on top zusätzlich und dann auch nochmal eine Verlängerung. Das wisst ihr ja, also ich fahre praktisch, also ich fahre, was heißt praktisch, ich fahre kostenlos. Das heißt, das geht jetzt noch 2 Jahre, also das sind 9.000 Euro und es geht ja jetzt auch schon über 3 Jahre. Als ich dann Geld gespart habe, das ist unfassbar. Ja, also keine Inspektion mehr, keine Reparatur mehr, kein Sprit mehr, nichts mehr. Wenn ich da überlege und wenn dann Leute sich einen Tesla gekauft haben mit Free Superchargen, ich kenne einen, der hat den gekauft. Die waren damals das Model S im Angebot, habe ich mir überlegt. Kostet nur noch 70.000, der Raven. Free Supercharging, ganz kurz gab es das mal. Wieder, freigeschaltet sozusagen. Und der fährt immer nach Portugal runter. Der hat da irgendwie eine Wohnung und fährt immer Portugal zurück. Deutschland, Portugal, Darmstadt, Portugal, immer zurück. Und immer kostenlos die Fahrten, ja. Und die muss er wohl machen, auch geschäftlich und so weiter.
der fährt dein Auto, das muss man ganz klar sagen, der fährt sein, also das Auto ist irgendwann kostenlos. Aufgrund der ganzen Betriebskosten, die der ja nicht hat, ist das Auto irgendwann bezahlt. Und als ich das Auto, also den BMW, mit nach 9,5 Jahren abgegeben habe, hatte ich also locker 10, also hatte ich locker nochmal, gut, lassen wir jetzt mal nicht lügen, mal nicht so knallhart, aber 25.000, 30.000 Spritkosten, die hatte ich locker. Also, wenn man das jetzt hier nimmt mit den 4.565 nach 10 Jahren, wären das 45.000. Und an Spritkosten, ja. Also, wenn du es überlegst, machst du es mit einem Tesla, fährst dann machst du es 10 Jahre, hast du 45.000 praktisch gespart, in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt mal auf den Verbrenner rechnet, was ja legitim ist, dann kostet sich so ein Tesla Model S, kostet dich vielleicht gerade mal 30.000 oder so. So ein Raven, mehr nicht. Und wenn du dann noch länger fährst, das Free Supercharging geht ja Lifetime, dann hast du den Wagen irgendwann nach, keine Ahnung, nach 18 Jahren ist der irgendwann komplett frei von Kosten, frei bezahlt. Dann fährst du sozusagen ins Plus rein. Dann machst du Plus mit dem Wagen. Ja, diese betriebswirtschaftlichen Rechnungen, die sind schon interessant. Aber ich hätte nie gedacht, also nie hätte ich gedacht, dass das mal so verläuft, wie es verlaufen ist. Oder also praktisch so, ja, wie es bis heute auf den Tag verlaufen ist. Oder gelaufen ist, sagen wir mal so. Hätte ich nie gedacht. Also wirklich nicht. Also das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich so billig und kostengünstig mit diesem Fahrzeug hier unterwegs bin. Also für alle da draußen, die noch keinen Tesla haben, es wird Zeit. Der Jörg hier aus Darmstadt. Macht's gut. Ciao.